in Arequipa angekommen. Ich habe den Bus über Nacht genommen, ging gestern um 7:30 los, bis heute Morgen jetzt um 9. Es gab gestern Abendessen, was man auswählen konnte. Bei mir gab es Reis mit Hähnchen und heute Morgen gab es noch ein kleines Frühstück, ein Sandwich und einen Snack. Und jetzt muss ich eine halbe Stunde auf mein Zimmer warten und bin hier auf der Dachterrasse und da zeige ich euch jetzt mal den Ausblick. So, jetzt habe ich mein Zimmer bekommen. Ich dachte, ich mache mal eine kleine, wirklich kleine Roomtour. Also hier ist die Eingangstür. Hier ist das Bett. Und hier ist noch ein Tisch. Und das Ganze kostet jetzt 8 Euro die Nacht. So, hier gegenüber, über der Straße, seht ihr mein Hostel. Und ich bin hier mitten in der Altstadt, also perfekt gelegen. Ich kann es euch auch mal hier die Straße zeigen. Also richtig cool. Und alles, was zu sehen gibt hier, ist keine 5 Minuten entfernt. Nur ein Aussichtspunkt natürlich wieder. Aber das sind auch 1,5 Kilometer und 16 Minuten, glaube ich, zu laufen, hat sie gemeint. Also richtig cool. Bienvenido, Arequipa. So, jetzt gibt es das erste Mal in Südamerika Churros. Mal sehen, wie sie hier schmecken. Aber ich habe gerade schon eins probiert. War richtig gut. Gebäude hier zu erhalten, haben sie hier einfach eine Bank reingesteckt und so ist es günstigste für die, um das Gebäude zu erhalten. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. In dem Raum sitzen zum Beispiel Personal, jetzt Bankangestellte, da hier sieht man es auch hier hinten. Schon clever gemacht. Und dann zeige ich euch jetzt mal den Plaza de Armas. Heute geht's ins Kloster und da seht ihr, ach, das ist ziemlich groß und soll aber auch richtig schön sein. Hier sind sie in alle Sprachen ausgestattet, hier der Plan ist auf Deutsch und die Frau, wo mich gerade angesprochen hat, wegen der Führung und so, hat also auch eigentlich perfekt Deutsch gesprochen. Und hier könnt ihr sehen, das war die Sprechzelle zur Außenwelt. Mal sehen, ob man es irgendwo sieht, hier sieht man es.
in den Räumen sind auch überall so Erklärungen. Und da gibt es auch Englisch, Spanisch, Deutsch, also Französisch, alle möglichen Sprachen, wo es erklärt wird. Gelebt und sind nach dem Tod sind die gezeichnet worden hier und da hängen 13 Stück hier in diesem Raum. Hier sieht man mal wie so eine Wohnung, also eigentlich ein Zimmer, aber hier wird es Wohnung genannt, ausgesehen hat. Da hinten haben sie geschlafen und da mehr Aufenthaltsraum und da hinten ging es dann immer raus zu einer Küche. Das ist die älteste und die längste Straße hier in dem Kloster. Und das sind auch die ältesten Gebäude von dem Kloster hier. Jetzt auf einer Dachterrasse hier und jetzt gebt euch mal den Ausblick auf die Berge. So, das war's vom Kloster. Jetzt geht's zurück ins Hostel, aber das sind nur 2 Minuten von hier. Und dann gehen wir auf den Aussichtspunkt. Wer hat's gedacht? Den Ausblick, wo ihr gerade gesehen habt, das ist der Aussichtspunkt hier. Und da ist jetzt auch noch eine Kirche und dahinter ist noch ein kleiner Park. Hier sind immer wieder so Innenhöfe und jeder Innenhof hat ein verschiedenes Thema.
Beim einen gibt es was zum Essen, beim anderen kann man Kleidung kaufen. Immer irgendwas anderes, richtig cool. Hier unterwegs auf der lokale Markt. War ich die Tage auch schon. Aber heute nehme ich euch mal mit. Ich zeige es euch mal ein bisschen in den Bildern. Und danach zeige ich euch mal noch die paar verrückten Gassen hier.